Also Z-Tree besteht aus zwei Dateien, einmal der IDE, die gleichzeitig auch noch den Server darstellt, und dann Zleaf als Client, was einfach nur die Daten von Z-Tree empfängt und den Probanden anzeigt. Wie genau das aussieht, habe ich auch noch eine kurze Demo vorbereitet mit einem ökonomischen Test, das sogenannte Prisoner's Dilemma, Gefangenen-Dilemma. Z-Tree ist eigentlich sehr einfach zu erlernen, weil es nicht so komplexe Programmlogik normalerweise erfordert, außer man hat sehr, sehr spezielle Fälle von Experimenten. Das ist aber bisher bei uns auch kaum vorgekommen. Ein Problem an Z-Tree ist aber auch, es ist kein automatisches Testen möglich, sondern man muss es manuell testen, was dann, wenn man 24 oder 36 Clients hat, relativ schwierig ist, dann 36 Bildschirme abzubilden, dass man das parallel testen kann. Die Vorteile sind, dass sehr geringe Hürden bei der Einrichtung sind, dass es eigentlich schon so lange verwendet wird. Ich glaube, die erste Erwähnung von Z-Tree war im Jahr 1999, dass sehr viele Standardexperimente schon vorprogrammiert sind und man sich aus einem großen Fundus bedienen kann. Und es ist sehr stark verbreitet und halt auch anerkannt. Die Nachteile sind, dass es sehr langsam ist, dass es nur single-threaded. Das Design und der komplette Look der Experimente lässt sich nur mit großem Aufwand anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Und eine Änderung an der Client-Server-Struktur sind generell gar nicht möglich, weil zum Beispiel auch das Reverse Engineering per Lizenz verboten ist. Und wenn man jetzt performantere Netzwerksachen bräuchte, quasi Echtzeitanwendungen im Netzwerk machen möchte, das würde bei Z-Tree sehr, sehr schwierig werden. Und es ist halt auch Closed Source. Und dann kommen wir zur Demo. Das ist die IDE und und gleichzeitig auch die Server-Software. Und hier sind jetzt vier Zleaf-Clients. Das Experiment hatte ich gestern vorbereitet. Das ist das Standard-Gefangenen-Dilemma. Und so sieht es dann auch aus, wenn man mit vier Clients nur testen möchte, muss man sich halt sowas zurechtbasteln, um es auszuprobieren. Das war jetzt dieses Standard-Gefangenen-Dilemma als Experiment. Hat halt auch nur eine Seite. Die Probanden können sich entscheiden, ob sie mit dem jeweils zugelosten, zufälligen Partner kooperieren wollen oder ob sie ihn verraten wollen. Und je nachdem werden die dann verschieden belohnt oder bestraft dafür, dass sie kooperiert haben oder den Gegenüber verraten haben. Dann kommen wir jetzt zu O-Tree. Der Name ist in Anlehnung an Z-Tree, aber O wie Open Source, Online, Object Oriented. Und das Ganze ist plattformunabhängig, da es auf Python und Django basiert. Und ja, die IDE ist halt auch frei wählbar, sodass man sich mit seiner Lieblingsprogrammierumgebung hinsetzen kann und die Experimente programmieren kann. Es ist dadurch, dass es in Python programmiert ist, auch einfacher, Multithreaded zu machen, beziehungsweise O-Tree an sich ist schon Multithreaded. Dadurch hat man halt eine bessere Performance. Es ist aber auch deutlich komplexer und hat einen höheren Funktionsumfang. Aber man kann automatisierte Tests programmieren, wenn man jetzt größere Experimente hat, dass man nicht alles einzeln durchklicken muss. Na, wie schon gesagt, es ist quelloffen. Es kann, wenn man an der Hochschule oder an der Universität schon bestehende Webserver-Infrastruktur hat, lässt sich O-Tree da sehr einfach integrieren. Die grundlegenden Programmierkenntnisse sind auch nicht
zu schwierig zu erlernen. Es ist Python-Unterbau. Die Experimente werden auch komplett alle in Python geschrieben, sodass man dann doch relativ schnell einsteigen kann. Und fortgeschrittene Programmierer, die dann Experimente durchführen wollen, können dies sehr einfach machen und auch sehr professionell aussehende Experimente machen, da man mit Python und HTML5 zusammen ja eigentlich alle Gestaltungsmöglichkeiten hat, die man sich so vorstellen kann. Die Nachteile sind, dass wenn noch kein Webserver verfügbar ist, ist die Einrichtung mit einigen Hürden verbunden. Da bin ich jetzt beim Vorbereiten dieses Talks auch drauf gestoßen. Die aktuelle Version von O3 ließ sich nicht mehr in einen bestehenden Webserver so einfach integrieren. Deswegen habe ich jetzt eine ältere Version noch genommen. Und ja, O3 ist aktuell noch Beta-Software. Und es ist mehrfach passiert, dass durch Änderungen am O3 Core Experimente nicht mehr so funktioniert haben, wie sie sollten oder wie wir es geplant hatten. Oder halt unsere komplette Infrastruktur erstmal wieder von Anfang an umgebaut werden musste. Ja, wenn keine Programmiererfahrung vorhanden ist, muss man sich auch deutlich länger in O3 einarbeiten. Und ja, Bots zum automatisierten Testen sind möglich, aber müssen halt auch selbst geschrieben werden und können nicht einfach generiert werden. Dann zur Demo. Das ist jetzt das Management-Interface von O3. Hier haben wir vier verschiedene Links für Probanden. Diese Links können entweder per E-Mail verteilt werden, falls es ein Online-Experiment ist, oder man kann diese vier Links auch einzelnen Computern in einem Labor zuweisen. Und die Probanden kriegen dann eine Instruktion teilweise vorgelesen, beziehungsweise angezeigt. Und eine Verständnisfrage. Und haben dann die Möglichkeit, auch wieder bei diesem Prisoner's Dilemma, entweder sie kooperieren mit ihrem zugelosten Partner oder sie verraten ihn. Und da diese Experimente halt darauf basieren, dass mit jemandem anderen zusammenarbeiten muss, kann es auch sein, dass einem diese Seite, wenn man das bei einem Online-Experiment macht, wird einem einen halben Tag angezeigt oder einen Tag, bis man einen Partner zugelost bekommt. Das ist aber kein Problem, da O3 dann auch mit Cookies arbeitet und den Probanden später wieder auf die Seite leitet, auf der er gerade war. Vorteile sind auch für Experimentatoren. Man hat eine sehr, sehr gute Übersicht, was welcher Proband bekommt. Und es ist durch hier zugewiesene IDs auch pseudonym. Dann werde ich jetzt darüber sprechen, wie der Wechsel wirklich vonstatten ging. Erstmal die Lizenzen. O3 läuft unter der unter einer abgewandelten MIT-Lizenz, die einfach nur noch hinzugefügt hat, wenn man mit O3 Experimente gemacht hat und ein Paper darüber schreibt, muss man O3 in den Quellenangaben mitzitieren. Bei Z3 ist es genauso. Man muss auch man muss es auch im Paper zitieren. Aber Z3 läuft unter einer proprietären Lizenz und ist nicht Open Source. Bei der Einrichtung hatte ich zum Beispiel das Problem, die früheren Versionen waren noch nicht darauf vorbereitet, dass man Web-Experimente auch über SSL verschlüsselt machen kann. Wir haben aber von Probanden zur Bezahlung bei den Online-Experimenten haben wir die Probanden darum gebeten, ihre Bankdaten einzutragen. Und das wollte ich auf keinen Fall unverschlüsselt übertragen. Das wäre sonst für die Uni Bonn, wenn was passiert wäre,
halt auch ein riesiger Datenschutzsorge gewesen. Und da mussten wir dann relativ viel basteln, bis wir es geschafft haben, eine vernünftige SSL-Verschlüsselung für solche Daten hinzubekommen. Und auch mit fast jedem O3 Core Update kamen dann Änderungen, dass der Webserver nicht mehr ansprechbar war. Das wird sich aber wahrscheinlich alles ändern, wenn O3 erstmal in einer stabilen Version 1.0 erschienen ist. Die Software gibt es halt erst seit 2 Jahren, beziehungsweise ist seit 2 Jahren in der Entwicklung. Das kommt noch. Dann war ein weiteres großes Problem, dass man Überzeugungsarbeit leisten musste. Es gibt für viele im wissenschaftlichen Bereich gebrauchte Software, die kostenpflichtig ist, gibt es kostenfreie Alternativen, sind aber teilweise nicht anerkannt oder in der Wissenschaftscommunity auch gar nicht bekannt. Und eventuell gibt es dann Probleme, wenn neue Software verwendet wird, die nicht aus dem Standardbereich kommt, dass sich Wissenschaftler weigern, diese neue Software zu verwenden, weil sie Angst haben, dass ihre Studien dann auf methodischer Ebene angegriffen werden. Das beste Beispiel dafür war zur Datenauswertung verwendete Software SPSS von IBM, die relativ viel Geld kostet, je nach Lizenztyp mehrere 10.000 Euro. Es gibt gibt dazu auch Open-Source-Software, die exakt das Gleiche leistet, aber es ist kein anerkannter Standard und wird deswegen sehr ungern verwendet. Bei O3 war jetzt allerdings Gott sei Dank der Vorteil, dass der Entwickler Chris Wickens dieses Jahr auch unterwegs war, um sein Projekt an Universitäten vorzustellen und im Rahmen dessen auch an den Universitäten 1- oder 2-tägige Workshops gehalten hat, wie man genau O3 einrichtet, wie man es verwendet, wo eventuell noch Probleme liegen bei der Programmierung und auch was seine Pläne für die Zukunft sind. Das war dann etwas, was die Einstiegshürden für uns an der Uni Bonn doch etwas gesenkt hat. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen sind, können Sie gerne Fragen stellen. O3 selber wird im Rahmen eines ERC-Grants entwickelt. Von, ich glaube, 4 Leuten momentan. Das, was gezeigt wurde, war Entscheidungsgrund. Genau. Es können aber auch andere Experimente durchgeführt werden. Was wir im Econ Lab häufig hatten, sind auch einfache psychologische Fragebögen, Big Five und so weiter. Das, was ich jetzt vorgestellt habe, waren halt auch wirklich Experimente, die Interaktion mit anderen Leuten erfordert haben. Man kann aber auch einfach Fragebögen mit sozioökonomischen Präferenzen machen. Ja. Mir ist jetzt nicht ganz klar, dass Sie mir erzählt, dass die neue Version Schwierigkeiten macht, dass man Wetterversionen und so weiter. Gleichzeitig sagen Sie aber, das soll man nicht einsetzen, und das kann man schon. Ich habe das auch gemacht. Aktuell ist es noch aufwendig, das Ganze einzurichten. Das wird dann hoffentlich in der finalen Version aber auch einfacher werden. Es wurde jetzt bisher, wir haben es eingerichtet, damals in Version 0.4. Inzwischen sind wir bei Version 0.9, die fast out of the box eigentlich läuft. Also die Einrichtung wird auch immer einfacher gemacht und die Bastelarbeiten, die wir zu Anfang noch hatten, die Probleme werden immer geringer. Und was die Programmierung angeht, weiß ich von der Uni Bonn zum Beispiel, dass im Studiengang Volkswirtschaftslehre wird auch Python als Vorlesung quasi angeboten, dass die Studenten Python lernen, weil es viel auch für die Datenauswertung bisher schon genutzt wird. Und jetzt halt dann in Zukunft auch für die Datenerhebung genutzt werden kann. Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie man so einen Test da anlegt. Ich muss mir das
Die Programmierung von Bots, die das automatisierte Testen machen, habe ich auch noch nicht gemacht. Da kann ich auch nicht viel zu sagen, außer dass es die Funktion gibt. Und bei Z-Tree war es halt einfach so, dass man sich dieses Setup mit den, je nachdem wie viele Probanden man erwartet, gleichzeitig zu haben, dass man sich halt so ein Setup zusammenbaut und dann jede mögliche Entscheidungsfindung per Hand durchspielt. Bei O-Tree lässt sich das Ganze halt dann über Programmierschnittstelle machen, wo man dann quasi die Entscheidungsmöglichkeiten angibt und der Computer diese Entscheidungsmöglichkeiten automatisiert durchspielt. Diese Möglichkeit gibt es halt bei Z-Tree gar nicht, dass man irgendwie irgendetwas automatisiert. Also bei den Bots weiß ich es auch nicht. Wie gesagt, da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, weil ich auch zu der Zeit, als wir die Umstellung angefangen haben, war ich halt auch komplett mit der Umstellung beschäftigt und habe selber Experimente für O-Tree noch gar nicht gemacht. Das waren dann andere wissenschaftliche Mitarbeiter bei uns an der Uni, die meistens die Experimente geschrieben haben. Aber wir haben mir ein Beispiel gezeigt, das sie dann gemacht hatten. Ja, dieses Beispiel war allerdings eins der Demo-Experimente. O-Tree bietet halt sehr viele Demo-Experimente schon an. Hier sind jetzt auch von anderen Wissenschaftlern der Uni Bonn Experimente auch schon eingepflegt und durchgeführt worden. Und das sind halt Sachen, die schon vorgefertigt vorliegen, die auch bei komplexeren Sachen Testbots beinhalten, die man dann von der Kommandozeile des Servers aus startet. Die Bots sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch kleine Python-Skripte, die dann ausgeführt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann machen wir eine kurze Pause, 16:30 Uhr.